Heute Morgen ist es auf der A29 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Kleintransporter, eine Art Schulbus, der mit 7 Kindern besetzt war, ist beim Überholen mit einem LKW zusammengestoßen und hat sich daraufhin überschlagen. Den genauen Unfallhergang können wir im Moment noch nicht bekannt geben. Das wird aber im Laufe des Tages der Fall sein. In dem Kleintransporter befanden sich 7 Kinder, die alle leicht verletzt wurden bzw. zum größten Teil unter Schock stehen. Alle Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Kind wurde bei dem Unfall sogar eingeklemmt, musste befreit werden, ist aber auch nach ersten Erkenntnissen Gott sei Dank nur leicht verletzt worden. Der Fahrer des Kleintransportes, ein 65-jähriger Mann aus Lastrup, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Kinder, die sich in dem Kleintransporter befanden, sind alle Schulkinder, die auf dem Weg nach Oldenburg waren, im Alter von 9 bis 16 Jahren. Ein Unfall mit vielen Kindern oder auch, wo man nicht genau weiß, ob die Kinder verletzt wurden, ist natürlich mal besonders dramatisch. Die Einsatzkräfte waren sehr schnell vor Ort und haben auch sehr viele Rettungskräfte sind zur Unfallstelle gekommen und haben da ihr Bestmögliches gegeben. Und die Kinder wurden auch sehr schnell in Krankenhäuser gebracht. Beamte befinden sich im Moment noch in der Unfallaufnahme bzw. die Bergung der Unfallfahrzeuge dauert noch an, um dann auch nachhinein wirklich den Unfallhergang rekonstruieren zu können.